Fast könnte man meinen, dass RR im AGV-Pista GPRR steht für Rossi-Replika. Denn dieser Helm ist eine perfekte Replik des AGV-Helms, den die Champions der Motorrad-WM beim Rennen verwenden. 1450 Gramm bringt der Helm in der kleinen Schalengröße auf die Waage. Er besteht aus 100% Carbonfaser und ist in 4 Schalengrößen und 7 Größen XS, S, MMS, MLL, XL und XXL verfügbar. Der Helm hat natürlich die ECE-Norm und die DOT-Norm für den US-Markt. Darüber hinaus sogar noch eine weitere, nämlich die sogenannte FIM-Homologation. Konkret, hier werden auch die Drehbeschleunigungen des Helms bewertet. Der RR soll diese Anforderung, so sagt der Hersteller, sogar um 37% übertreffen. Das Besondere, durch das Anpassungskit ist der Helm sehr individuell auf eure Kopfform einstellbar. AGV nennt das adaptive 360 Grad Passform. Die Passform ist übrigens optimiert für Rennanzüge. Verschlossen wird der AGV durch eine Titan-Doppel-D-Schließe, welche aktuell zu den sichersten Verschlusssystemen am Markt zählen. Zur Belüftung. Es gibt 2 Entlüftungen hinten und 5 Belüftungen vorn. Die Lüftungsschlitze und Luftauflässe sind aus Metall. Das kratzfeste Visier besticht durch die Optik Klasse 1 und hat ein 190 Grad horizontales Sichtfeld und ein 85 Grad vertikales Sichtfeld. Die Dicke liegt bei 5 mm und ein Pinlock ist inklusive. Ein Paket aus Italien. Ein AGV-Helm. Um die 1350 Euro kostet er. Ja, schon eine absolute Ansage für einen Helm. Aber er soll halt auch etwas ganz Spezielles sein. Und genau das gucken wir uns jetzt an. Auf geht's! So, was haben wir denn hier? Einen Helm, verschiedenes Material. Fangen wir mal an und machen es spannend mit den nicht so spektakulären Dingen. Ein Pinlock, 100% Max Vision, wird mitgeliefert in einer klaren Variante. So, was haben wir hier? Das sind, und das ist eine Besonderheit an dem Pista GPRR, verschiedene Polster. Man kann den Helm also wirklich sehr, sehr individuell auf seine Kopfgröße einstellen. Hier seht ihr, gibt es verschiedene Polster für verschiedene Bereiche. Und mit diesen Polstern könnt ihr dann den Helm wirklich ja, zentimetergenau auf eure Kopfform einstellen. Und weiter geht's. Dann haben wir hier für einen Helm eine relativ große Tüte mit einzelnen Zubehörteilen. Einmal haben wir hier ein Ventil. Das ist für die Trinkversorgung. Der Helm hat nämlich eine Trinkversorgung, einen Schlauch, das zeige ich euch gleich, bei dem man dann im Renneinsatz etwas trinken kann. Hier das User Manual in verschiedenen Sprachen, natürlich auch Deutsch ist dabei. Dann haben wir ein zweites Buch. Nochmal direkt für den Pista GP Pro Spoiler. Eine Menge zu lesen und anzuschauen. Also einmal haben wir von 3M Ohrstöpsel. Klar, für den Renneinsatz braucht man Ohrstöpsel. Dann obligatorisch bei AGV Silikonöl für die Helmvisiermechanik. Und das hier kommt man wahrscheinlich gar nicht drauf im ersten Moment. Das sind Gummipröppel, um die Belüftung auf- oder zuzumachen. Die werden nämlich reingesteckt. Und hier nochmal etwas für das Trinksystem. So, eine ganze Menge. Okay, also, ihr habt im Prinzip in der Schutzhülle nochmal eine Trageschlaufe. Das heißt, ihr könnt ihn um die Schulter machen und so den Helm tragen. Finde ich ganz cool gemacht. Okay, dann, da ist er. Die Racing Replika AGV GPR. R, der Nachfolger der R-Variante in einem Schwarz mit Rot.
Das sieht schon echt stark aus. Vom Gewicht her, ja, mein AGV K6 ist deutlich leichter. Aber das will er auch gar nicht sein, denn bei 160 km/h hebt sich das Gewicht durch die Aerodynamik. Der Helm wurde getestet im Windkanal auf und ist eigentlich ja, bei Null. Das ist im Prinzip der Hintergrund des Ganzen. So, jetzt schauen wir doch mal wirklich ganz rund. Hier der typische AGV-Verschluss. Drücken und es geht auf. Wir haben hier beim Racing Lane keine einzelnen Stufen. Ja, braucht man auch nicht, sondern es gibt auf, dann zu und arretiert. Oben gibt es die Belüftungsklappen, von denen ich schon erzählt habe. Beim normalen Helm hat man hier einen Schieber. Hier beim GP Pista RR kommen die Belüftungspropfen hier rein und bleiben dann halt auch drin. 100% Carbon. Hier seht ihr, ich habe es vorhin beim Unboxing schon mal gesagt, das Trinksystem. Das heißt, das könnt ihr verbinden mit einem Rennanzug von Dainese. Da sind dann einzelne Trinkpackages drin und so kann man dann während eines Rennens oder eines Trainings dann jederzeit trinken. Dann gibt es natürlich hier den Rescue Fuel Pull, um die einzelnen Elemente hier schnell rauszumachen im Falle eines Unfalls. Und innen ist der Helm halt echt super individuell ausstattbar. Das heißt, alle Polster können natürlich rausgenommen werden, individuell angepasst werden und natürlich auch gewaschen werden. Das Ganze ist atmungsaktiv, antibakteriell und ja, fühlt sich wirklich ganz, ganz toll an. Hier hinten sind die Luftauslässe. Also es gibt ein richtiges Ventilationssystem mit einzelnen Kanälen im Helm. Hier vorne die beiden oben, einer in der Mitte. Und innerhalb des Helms gibt es dann Kanäle, damit die Luft hinten dann hier wieder rausgeht. Hinten ein Spoiler, der zum einen natürlich schick und sportlich aussieht, aber auch ganz klar eine Berechtigung hat, nämlich im Windkanal im Detail getestet. Dann wollen wir doch mal sehen, wie fährt sich denn der AGV Pista GP RR. Ja, also, los geht's, setzen wir das Ding auf. Erster Eindruck, der Helm sitzt absolut bequem und das, obwohl ich noch gar nicht dieses 360 Grad Passformsystem installiert habe. Ich habe eine ML und das passt mir sehr gut. Eins merkt man ganz klar, es sind keine 1200 Gramm, wie ich beim K6 habe. Der Pista GP RR wiegt mehr. Also die Sicht ist super, wirklich. Fantastische Sicht, tolles Sichtfeld. Ohne Fehler und Tadel. Da drückt auch nichts. Er liegt sehr eng an, so wie es sein soll. Also meine Größe. Aber es drückt nichts und es ist wirklich komfortabel. Er ist etwas lauter als der AGV K6 zum Beispiel. Aber wie gesagt, der AGV Pista GP RR will ja gar kein Komforthelm sein, sondern ist halt ein Helm absolut auf den Renneinsatz ausgelegt. Und AGV legt ja dem Helm auch ein paar Ohrstöpsel bei. Was man auf jeden Fall merkt hier auf der Autobahn, ist, dass das Ding im Windkanal getestet wurde. Also gerade wenn man sich nach vorne beugt oder den Winkel ändert, kann ich mir gut vorstellen, was AGV schreibt, dass ich ab ja, einer Durchschnittsgeschwindigkeit auf der Rennstrecke von 160 km/h das Gewicht des Helms fast aufhebt. Der AGV Pista GP RR ist kein Helm für die Fahrt zur nächsten Eisdiele. Es gibt Helme, die sind leichter, mein K6 zum Beispiel. Es gibt Helme, die sind innen leiser. Nur in Sachen Sicherheit und vollen Fokus auf den Renneinsatz habe ich noch keinen so kompromisslos designten Helm erlebt. Schon beim ersten Kontakt mit dem Pista GP merkt man,
Das ist ein ganz spezieller Hightech-Helm. Das Design ist richtig cool und die vielen Sicherheitsaspekte beeindrucken, aber eben auch, dass der Helm im Windkanal getestet wurde.